Herzlich willkommen aus Hamburg und vielen Dank, Stefan, und danke an euch, dass ihr teilnehmt. Da legen wir gleich los, ne? Beim letzten Mal war ja so die Grundthese von mir, dass es eben sehr komplex ist, die Klimapsychologie. Also, dass die Problematik, warum wissen wir so viel und kommen doch gar nicht so gut ins Handeln, warum die eben extrem vielschichtig ist und es eben ein Wahrnehmungsproblem ist, ein Denkproblem ist, ein Fühlproblem ist und ein Trageproblem ist. Also wirklich relativ komplex ist. Und was ich beim letzten Mal aber eben vor allem versucht habe, ein Stück weit zu zeigen, ist, dass das Ganze ein Wahrnehmungs- oder Raumbewusstseinsproblem auch sein könnte und dass dieses Wahrnehmungs- und Raumbewusstseinsproblem eben durch einen Bewusstseinswandel eben irgendwie auch sich verändern könnte, weil, und ihr erinnert euch vielleicht hier an diese Grafik, ich denke sicher, ihr erinnert euch dran, weil eben die Theorie von Jean Gebser war, also das Bewusstsein hat genauso eine Evolution gehabt in der Weltgeschichte wie eben die Biologie. Also nicht nur die Biologie hat Evolution durchgemacht, sondern eben auch das Bewusstsein und eben auch das menschliche Bewusstsein. Und mit dem Bewusstseinswandel hat sich aber eben auch das Raumbewusstsein verändert. Also die Menschen in der magischen und in der mythischen Zeit haben anders Räume wahrgenommen, als wir das heute tun in der mentalen Zeit, in der wir mehr oder weniger leben. Und es könnte eben sein, dass die Wahrnehmung, die wir brauchen, um das Klimaproblem, das globale Verwobensein in eine Atmosphäre, das globale Miteinander vernetzt sein in einem atmosphärischen Raum, den wir zusammen bilden, den ihr hier nochmal so ein bisschen seht, diesen gekrümmten, feinen, durchsichtigen Raum, in dem wir alle zusammen verwoben sind. Irgendjemand spricht gerade und hat sein Mikro nicht aus. Genau. Dass dieses Bewusstsein vielleicht durch einen weiteren Bewusstseinswandel, Gebser nennt diesen Wandel eben den vom mentalen in den integralen Bewusstseinsraum, leichter vonstatten gehen kann. Also sodass wir mehr eine Wahrnehmung bekommen von diesem globalen, gekrümmten, fast unsichtbaren Raum, in dem wir leben, den wir zusammenbilden, mit allen Tieren, mit allen Pflanzen, mit dem Meer, mit dem Luftigen, mit dem Wärmeelement. Sodass man eben wirklich in ein Empfinden wiederkommt, dass man wie eingehüllt ist in Hüllen und dass die Welt eben nicht quasi da aufhört, wo wir stehen, also dass wir nicht quasi so ein Bewusstsein haben, wir stehen auf der Erdkugel und da hört die Welt auf und dann kommt der Kosmos, der unendliche Raum, sondern dass wir vielmehr eben dieses eingehüllte Bewusstsein haben. Das war so ganz grob ein Versuch, zumindest eines Punktes, den ich beim letzten Mal herzuleiten versucht habe. Heute soll es vielmehr jetzt nochmal um die Frage gehen, eigene Anteile oder Verstrickungen erkennen. Also wo sind unsere Blockaden, wo sind auch unsere Wahrnehmungsverzerrungen in dem Ganzen? Ein Stück weit, ein kleines Stück weit auch, wo kommen die her? Aber vor allem, wie können wir die besser erkennen? Wie können wir die besser verstehen? Und wie können wir den inneren Konflikt, in dem wir eben gerade stecken, und die Gruppe, die hier zuhört, vielleicht sogar viel weniger steckt als viele andere Menschen, mit denen wir es alltäglich eben zu tun haben. Also wie können wir diesen inneren Konflikt, der ganz viel Lähmung und Blockade hat, besser verstehen? Und wie kommen wir da vielleicht ein Stück weit auch besser raus? Also darum soll es jetzt heute gehen. Und um das besser zu verstehen, möchte ich euch jetzt eben einen Begriff aus der Psychologie ein bisschen erklären, den Begriff des Schemas.
Und um den Begriff des Schemas ein bisschen besser zu erklären, habe ich euch eben so ein Vexierbild mitgebracht. Das könnt ihr jetzt hoffentlich sehen. Ein Schema behauptet eben, dass wir die Welt, ja, dass die Welt nicht absolut gegeben ist. Der Schemabegriff in der Psychologie behauptet, dass die Welt nicht absolut gegeben ist, sondern dass wir durch unseren Wahrnehmungsapparat ein Stück weit die Welt außerhalb uns und innerhalb uns eben mit konstruieren. Natürlich gibt es eine Außenwelt und natürlich ist die auch real, aber wie wir die wahrnehmen, das hat ein Stück weit auch wieder mit unserem Wahrnehmungsapparat, also mit unserer Innenwelt zu tun. Und diese Innenwelt, die kann eben ganz schön verzerren oder die kann einseitig sein. Ja, und das kann man an so Bildern, wie ihr jetzt eben gegenüber, also auf eurem Schirm seht, ganz gut zeigen. Und jetzt kann gerne die eine oder der andere vielleicht das Mikro sogar kurz anmachen und sagen, was sie da gerade so sehen auf dem Bild. Vielleicht die, die das Bild kennen, nicht sofort, sondern eher die, die das erste Mal sehen. Wenn eine oder zwei mal ganz kurz sagen, kurz beschreiben, was sehen Sie da so vor sich? Mann und Frau in einem Liebesspiel. Wunderbar, ja. Mann und Frau in einem Liebesspiel. Sieht jemand anderes noch irgendwas anderes? Das ja, ich sehe was anderes, und zwar zwei Delfine, die sich berühren mit den Schnauzen. Mehrere Delfine. Mehrere? Ja. Ja, stimmt. Jetzt sehe ich die auch. Also was denn jetzt? Mann und Frau in einem Liebesspiel oder zwei Delfine oder mehrere Delfine? Was seht ihr jetzt? Beides. Beides? Mhm. Abwechselnd. Naja, ich würde mal sagen, als Mann habe ich erst auch das Liebesspiel nur gesehen, aber jetzt sehe ich tatsächlich, nachdem ich darauf aufmerksam gemacht wurde, aber erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fische, Delfine, ja, die sich da tummeln. Sieht jeder beides? Inzwischen ja, man sieht noch eine Flasche, wo was Gutes zu trinken drin sein könnte. Genau, also die Flasche dürfen wir nicht vergessen, wahrscheinlich Absinth, egal. Da drin sieht man, je nachdem, wie man gerade drauf guckt, entweder eben um die 8 Delfine oder eben Mann und Frau beim Liebesspiel. Ich würde nicht sagen, dass jeder Mann automatisch erstmal nur das Liebesspiel sieht und jede Frau nur die Delfine. Also ich glaube, dass die meisten Frauen sehen auch erstmal das Liebesspiel. Aber in der Tat, das hast du ja in deiner Theorie schon anklingen lassen, es hängt ein bisschen mit den Vorerfahrungen zusammen, was man eben sieht. Dieses Bild wurde 1994 das erste Mal in Melbourne in einer Ausstellung gezeigt. Damals gingen dann auch ein paar Nonnen eben durch diese Ausstellung und waren total befremdet über dieses pornografische Bild, haben sich den Museumsdirektor dann eben geschnappt und sich beschwert. Und der hat ganz unschuldig gesagt, er hat vorher eine Gruppe fünfjähriger Kindergartenkinder da durchgeführt, die haben alle nur Delfine gesehen. Er versteht gar nicht, was die da eben sehen. Ja? Also insofern, unsere Vorerfahrungen, unsere Erlebensmuster, die wir in uns tragen, prägen ein Stück weit das Bild der Welt, was wir haben. Ja? Und die Welt ist eben nicht nur so, sondern die Welt kann zum Beispiel so sein, dass man entweder Delfine sieht, also eher was Ökologisches, oder eben Menschen im Liebesspiel, also eher was Soziales. Es hängt ein Stück weit von den Vorerfahrungen ab, was man zuerst sieht. Das hat mit dem Schemabegriff zu tun. Das Schema ist aber eben nicht nur die Weltwahrnehmung, sondern das Schemabegriff in der Psychologie geht deutlich tiefer. Also das Schema in der Psychologie hat eben wirklich nicht nur mit der Wahrnehmung zu tun, sondern auch mit den Gedanken oder Emotionen, also und Gefühlen und Körperempfindungen. Also es werden nicht nur Gedanken aktiviert, wenn ich irgendwas auf eine Weise wahrnehme, sondern eben genauso auch Emotionen, also Gefühle und auch eine Körperhaltung, eine Körperempfindung wird aktiviert. Ein Beispiel aus dem Leben, was die meisten von euch kennen mögen, ist, man kommt eben, also in Vor-Corona-Zeit zumindest konnte man das kennen, man kommt eben abends zu einer Party
und man kennt nicht viele Menschen, vielleicht kennt man gar niemanden, und die Leute dort scheinen alle schon sehr vertraut miteinander zu sein. Und man platzt da eben rein. Und an sich ist das ja eine Situation, wo man sich ganz sicher und geborgen fühlen könnte. Also da will einem eigentlich nie jemand was Böses. Es gibt genug zu essen, es gibt genug zu trinken, es ist warm. Und doch kennen wahrscheinlich die meisten von uns, dass dann in dieser Anfangsphase ein inneres Erleben da ist von, man fühlt sich unzulänglich, man fühlt sich klein, man fühlt sich so wie fast verkapselt, wie aus dem Kontakt. Und die anderen, so hat man das Gefühl, die sind alle hocherfahren, die sind schlau, die sind gut, die kennen sich, die sind engstens miteinander verbunden. Und das kann einem passieren, egal wie alt man ist und wie erfahren man ist und wie gelehrt man ist. Und wenn einem das eben passiert, dann würde man psychologisch, schemapsychologisch sagen, in so einem Moment ist in einem eben ein altes Erlebensschema aktiviert. Und dieses alte Erlebensschema, wie gesagt, verzerrt die Wahrnehmung, und dann schießen Gedanken und alte Gefühle und Körperempfindungen mit so einer Realität ein, dass man eben wirklich in so einem Moment ja, sich total unzulänglich fühlt und auch unsicher fühlt, obwohl es objektiv keinen Grund dazu gibt. Ja? Das ist ein Erlebensschema in der Psychologie. Soweit klar und verständlich. Ja? Dieses Erlebensschema beeinflusst dann natürlich, wie ich mit anderen in Beziehung trete. Also ich fühle mich dann ja eben innerlich sehr unsicher, und ich kann das kompensieren, indem ich mir erstmal ein Bier schnapp und da vielleicht etwas Ruhe reinbringe. Oder ich kann es kompensieren, indem ich eben irgendwie ganz tolle Geschichten preisgebe von mir oder irgendwie sowas. Aber innerlich erstmal ist es, wie gesagt, ein ganz anderes Erleben, und das beeinflusst meine Beziehung zum Gegenüber. Die Hypothese ist, dass wir im Moment alle in uns eben ein Weltbeziehungsschema tragen, was ungefähr so geht. Also wir Menschen, jeder Einzelne, jedes Individuum lebt auf diesem Planeten irgendwie allein, stolz, fast inselmäßig, unverbunden, und er hat eine Menge Raum. Also das stimmt auf diesem Bild, was ihr hier seht, das ist in Salzburg aufgenommen. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn dieser Erdglobus ist sehr klein. Aber dieses eine Menge Raum nach oben haben, das kann man sich vorstellen. Also da ist eben keine Hülle, da ist keine Atmosphäre, sondern da geht es direkt eben in den Kosmos rein. Und vom Welterleben, in dem wir gerade stecken, oder zumindest zum Teil noch stecken, so diese Hypothese, vom Welterleben ist es aber so, dass man eben doch denkt, man hat in alle Richtungen auf diesem Planeten doch eine Menge Raum. Vor allem aber hat man ein Welterleben, wo man so denkt, eigentlich ist der Planet sowas fast wie ein Fremdkörper gegenüber. Also man ist nicht Teil davon, sondern man hat wie die Welt in seinen Händen. Man sollte sich gut drum kümmern, aber man ist wie abgespalten, wie autark, wie eigenständig, unabhängig von ihr. Und selbst in sehr gut gemeinten ökologischen, aktivistischen Abbildungen, finde ich, sieht man manchmal was von diesem eigentlich sehr verzerrten Welterleben, wo man sich wie draußen fühlt, gar nicht zugehörig zu der Welt. Also wenn man zum Beispiel diese wohlmeinenden Bilder hier sieht, also ja, wir tragen alle die Welt in unseren Händen und wir sollten gut mit ihr umgehen. Das ist ja so ein bisschen die Suggestion dieser Bilder. Und wie gesagt, das ist gut gemeint, aber es ist eigentlich total schräg, denn eigentlich sind wir eingebettet in diese Welt, Teil davon und eingehüllt in diese Hüllen der Welt. Wir leben nicht draußen, außerhalb der Welt, sondern wir eigentlich eingehüllt in die Welt, also in einer Atmosphäre, die wir gemeinsam bilden und die uns begrenzt und die eben ungefähr 12 bis 14 Kilometer über unseren Köpfen im Moment einen Verdichtungsprozess durchläuft, der uns eben diese Klimaproblematik beschert. Dieses Bewusstsein haben wir abstrakt, ja,
aber nicht in einem Welterleben. Da ist irgendetwas wie verzerrt. Und diese Verzerrung nenne ich in meinem Buch eben Schema der Moderne. Also da ist irgendwie ein schräges Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Empfinden. Jetzt könnte ich das nochmal sehr lang historisch herleiten. Und das werde ich jetzt nicht tun, sondern ich werde jetzt wirklich buchstäblich in 2 Minuten nur nochmal kurz da was zeigen und dann ins Hier und Jetzt kommen. Also keine Sorge, nur wer eben sagt, Mann, das hast du jetzt aber sehr, sehr mit der Brechstange hergeleitet, der kann das zu Recht sagen, der müsste dann entweder mein Buch sich schnappen oder an anderer Stelle nochmal mit mir reden und dann würde ich das ausführlicher nochmal herleiten. Ja, weil ich will einfach jetzt nachher gleich ins Hier und Jetzt kommen, dass ihr nicht nachher denkt, das war ja wieder ein netter historischer Exkurs. Und doch, der Punkt ist, wenn wir jetzt von einem Erlebensschema gleich reden werden, dass wir im Hier und Jetzt wahrnehmen, dann hat das eben immer eine Geschichte. Also genauso auch wie in der Psychotherapie. Ich bin ja hauptsächlich Traumatherapeut und Psychotherapeut. Wenn Menschen eben komplex traumatisiert sind, dann sind die im Hier und Jetzt eben misstrauisch, ängstlich, fühlen sich klein, etc. Das ist im Hier und Jetzt da, aber es hat eben eine Geschichte, eine biografische Geschichte in dem Fall. Also die Vergangenheit prägt die Gegenwart. Und dieses Erlebensschema, was ich Schema der Moderne nenne, hat eben auch eben eine Geschichte, die ist nicht biografisch, sondern die ist eben kulturhistorisch und die fängt, Schema der Moderne, und die fängt eben an, hauptsächlich in der Renaissance. Davor eben im Mittelalter, in der mythischen Zeit, wie wir letztes Mal gelernt haben nach Gebser, waren die Menschen noch viel mehr in so einem Bewusstsein von Umhülltsein von verschiedensten Sphären und auch in einem Bewusstsein von irgendwie hängt alles zusammen. Ich will das überhaupt nicht verklären, also ich rede hier gar nicht und sage, wie war es toll im Mittelalter und in der mythischen Zeit und wie ist es furchtbar heute. Also es geht mir gar nicht um eine Verklärung der guten alten Zeit, es geht mir nur um eine Unterscheidung des Welterlebens. Und das Welterleben war viel mehr, man ist eben Teil eines hierarchischen Kosmos, wo eben die geistige Welt, also die man hier eben sehen kann, die Heiligen, Christus oder in anderen Kulturkreisen eben andere, wo die in Wechselwirkungen sind mit uns hier auf der Erde. Und drumherum sind die Planeten, die eben auch eine Auswirkung haben um uns und dann die Fixsternsphäre. Also dieses Erleben von eingebettet sein und dieses Erleben, alles hängt irgendwie doch miteinander zusammen. So. Das ist hier nochmal ein bisschen anders gemalt, also wie so eine Zirkuskuppel, die um die Erde herum geht. Und dann kommt eben Kopernikus, das hatte ich beim letzten Mal auch kurz gesagt, und mit seiner Theorie, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums ist, sondern sich eben um die Sonne dreht, durchstößt er quasi dieses Sphärische, diese Kuppel, ohne dass ihm das so richtig bewusst ist. Und es passiert dann eben in den nächsten Jahrhunderten, dass der Mensch sich immer mehr wie befreit fühlt von diesen ganzen Fernwirkungen, von diesen ganzen Sphären und immer mehr eine Empfindung damit aber auch hat, also in dieser Freiheit von, er kann sich eigentlich dann die Welt, die ihm jetzt plötzlich gegenüber ist, mit der er gar nicht mehr richtig verbunden ist, in die er gar nicht mehr richtig eingebettet ist, er kann sich jetzt diese Welt quasi untertan machen, indem er eben die Materie messbar macht und quantifiziert. Und mehr quasi dann auch das Geistige aus der Materie wie wegdenkt. In diesem Prozess, wie gesagt, den man eigentlich jetzt lange ausführen müsste, um ihn herzuleiten, und das, an anderer Stelle kann ich das gerne nochmal tun, aber in diesem Welterleben sind wir irgendwie gerade immer noch, wo der Kosmos viel mehr sowas wie ein Uhrwerk ist, aber nicht mehr ein belebt, beseelter Organismus ist, in dem wir eingebettet sind. So, wie gesagt, das machen wir jetzt gar nicht mehr lang. Und dieses Welterleben
bringt einerseits wirklich auch ganz viele positive Züge, denn es bringt uns eben in eine Kultur, die das Individuum und auch die Freiheit des Individuums und die Würde des Individuums ganz anders feiert oder würdigt oder Raum dafür gibt, als das in allen Kulturepochen aus meiner Sicht davor der Fall war. Also da ist auch eine Menge Positives dabei. Auch eben diese Willensfreiheit quasi wirklich in der Welt schalten und walten zu können, ohne zu denken, alles ist ja mit allem irgendwie verbunden und das hat alles Wechselwirkungen. Das hat, was die Individualitätsentwicklung anbelangt, sehr viel positive Aspekte gebracht. Es hat aber andererseits eben auch für die Psyche und vor allen Dingen für die Ökologie eine Menge negative Aspekte gebracht. Und gerade in der Ökologie haben wir sie eben jetzt sehr vor uns, aber auch im Sozialen. Es gibt unglaublich viele Probleme, die mit Sucht, mit Konsum, mit allem Möglichen zu tun haben. Also das hat Lichtseiten und es hat aber eben auch Schattenseiten. Und das Folgende, was ich jetzt eben ausführen werde, bezieht sich mehr auf die Schattenseiten dieses Welterlebens, was ich eben Schema der Moderne oder das Moderne selbst in uns nennen mag. Also nochmal, wie tickt dieses Moderne selbst in uns? Und ich habe da dieses Foto genommen, weil es für mich so ein Stück weit fast archetypisch repräsentierte, was so das Moderne selbst, das Schema der Moderne in uns irgendwie anziehend finde. Und eine Menge von euch, die das jetzt gerade sehen, würden wahrscheinlich sagen, so will ich im Leben nicht leben. Aber in unserem Kulturkreis eben war zumindest bis vor kurzem das total anziehend. Und ja, ich kenne einige Menschen und mich inbegriffen, die immer noch sagen, also obwohl ich es nie machen wollte, aber dass eben dieser Stil doch irgendwas hat, was imponiert. Also wie ist das Erlebensmuster, das Erlebensschema dieses modernen Selbst in uns? Also gedanklich könnte das in so eine Richtung gehen von, wir sind frei von Gott und von der Natur. Wir sind irgendwie ihr entwachsen. Wir sind eher jeder sowas wie eine Insel, die ein Stück weit tun kann, was sie will. Wenn man genug Geld hätte, sich ein Privatjet zu kaufen, ja klar, dann kann man sich den Privatjet kaufen. Wo ist das Problem? Dass der einen unglaublichen ökologischen und CO2-Fußabdruck hat, das ist in diesem Erlebensmuster erstmal nicht drin. Das wird in diesem Erlebensmuster wie externalisiert. Externalisiert heißt aber abgespalten. Ja? Weil hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Ich bin eine Insel. Und hat eigentlich auch nicht viel Auswirkungen auf die Welt da draußen, weil die Welt da draußen wird nicht vom, natürlich weiß man, dass die Natur nicht unbelebt ist, aber sie wird in dieser Welterfahrung fast wie unbelebt erlebt. Wenn man in diesem Schema drin ist, dann ist es verbunden mit so einer Emotion und Seelenhaltung von Stolz, ja, aber auch Einsamkeit und ja, Leere erleben, was man spätestens dann abends, wenn man allein in der Hotelbar ist oder allein in seinem Appartement ist, auch sehr spürt. Die Körperempfindung, die Körperhaltung hat aber was mit aufrechtem Gang zu tun, aber es ist irgendwie was Abgekapseltes, Umkreisgeschlossenes und man ist eher sehr im Kopf. Man ist nicht sehr verbunden mit sich, mit seinen Herzensgefühlskräften. Man ist eher im Kopf, was aber nicht heißt, dass man nichts fühlen kann. Ja? Okay. Dieses Schema der Moderne, was eben immer noch sehr mächtig ist in der Welt, aber sich gerade, also es passiert ja gerade eine Menge, und doch eben ist es immer noch sehr mächtig. Dieses Schema der Moderne ist sehr tätig in der Welt und insofern hat es eben in den letzten Jahrhunderten, vor allen Dingen auch in den letzten 100 Jahren, eben quasi die Welt so verändert, dass das Innen
das Innenerleben gut zum Außen passt. Also zum Beispiel eben hat das Schema der Moderne in uns solche Städte geschaffen. Ja? Und wenn das Schema der Moderne oder der moderne Mensch in uns aktiv ist und man ist in so einer Stadt, also zum Beispiel in New York, und wacht in so einer Stadt auf, die nie schläft, wanna wake up in a city that never sleeps, dann fühlt sich das Schema der Moderne oder der moderne Mensch in uns da total wohl. Das passt. Das Innen und das Außen passt einfach zusammen. Ja? Aber auch der moderne Mensch in uns mag gerne Natur. Also er mag nicht immer nur solche Stadtwüsten. Der mag auch mal Ruhe und rauskommen. Aber der moderne Mensch in uns, der mag Natur eher ebenso. Ja? Dann ist auch Natur wunderbar und wirklich relaxierend für Geist und Körper. Aber eben eine Natur, die durch dieses Schema der Moderne manipuliert ist. Ja? Wenn der moderne Mensch in uns aktiv ist und Natur sieht so aus, dann mag das kurzfristig vielleicht auch ganz nett sein, aber der moderne Mensch in uns ist da total überfordert und sagt spätestens nach 1-2 Tagen, verdammt nochmal, warum ist hier kein WLAN? Ja? Also das passt eben nicht. Das passt sowieso, das passt nicht. Der moderne Mensch in uns, wenn der ökologische Probleme sieht, mag der das auch nicht. Er hat es ja gern irgendwie schon auch ordentlich. Aber der moderne Mensch in uns ist ein Macher und der sagt, no problem, we're gonna fix that. Kein Problem. Also das werden wir gut verändern. Insofern hält er sich da nicht lange mit aus. Ja? Der moderne Mensch in uns hat so von der Empfindung gerne Kontrolle. Er kontrolliert gerne die Umwelt und hat tief in sich so die Hypothese Angst, diese Kontrolle zu verlieren. Und der moderne Mensch in uns hat es gerne bequem. Und das kann man ja auch in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte noch mal sehen. Also was im Automobilbereich, was im Baubereich, was im Konsumbereich eben alles verändert wurde. Allein in den letzten 10, 20 Jahren. Also wie viel noch mal mehr an Bequemlichkeit und Luxus da reinkam. Und insofern hat der moderne Mensch in uns auch eine hohe Sorge, diese Bequemlichkeit zu verlieren wieder. Da ist eine Menge an Gewohnheit entstanden, wie bequem die Welt sein könnte. Okay. So, jetzt ist die Sache aber, wenn ihr überhaupt da einig seid, das können wir ja nachher diskutieren, aber jetzt ist die Sache aus meiner Sicht nochmal ein klein wenig komplizierter. Wenn wir nämlich in uns reinschauen, dann erkennen wir, dass wir, also die Gruppe, die jetzt hier zuhört sowieso, aber meine These ist, fast jeder andere Mensch auch, dass wir eben nicht nur diesen modernen Menschen in uns haben, dieses moderne Selbst, dieses Schema der Moderne, sondern wir haben natürlich auch noch eine andere Seite in uns. Wenn man Gebser eben zugrunde legt, dann würde man sagen, eben aus der magischen und mythischen Zeit lebt natürlich auch noch ein ökologisches Selbst in uns. Also insofern, ja, wir haben mal mindestens zwei Seelen in unserer Brust. Und ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich kleine Kinder spielen sehe, selbst in Großstädten, wenn die da wenn es das noch gibt, und es gibt es ja Gott sei Dank doch noch, wie die im Gestrüpp spielen und wie die da wirklich im Gestrüpp wie magische Welten erschaffen und da ganz im Einklang sind mit diesen Sträuchern und den Bäumen und so. Also allein da kann man eben sehen, ja, es gibt ganz klar 500 Jahre Aufklärung, Moderne, Renaissance haben das nicht zerstören können. Es gibt ganz klar in uns auch noch ein ökologisches Selbst, eine ökologische Seite. Und viele von euch, die jetzt gerade hier eben mit dabei seid, die ist
bei der ist die ökologische Seite wahrscheinlich deutlich größer als die moderne Seite. Diese ökologische Seite oder das ökologische Selbst, das tickt eben eher so, und das kann man gut erkennen, wenn man eben an der Nordsee ist zum Beispiel, so, ja, oder in den Bergen ist, dass man dann, wenn man so ein paar Mal durchgeatmet hat, eben so ein Erleben haben kann von ich bin verbunden, sowohl mit mir als auch mit meiner Umwelt. Ich bin da irgendwie doch noch ein Teil davon. Und die Gefühle, die dann kommen, wenn das ökologische Selbst in uns aktiviert ist, können dann eben eher so Gefühle von berührt sein oder in Resonanz sein mit den Bergen, mit dem Meer, mit der Wüste, was auch immer. Und das Körperempfinden oder die Haltung ist anders, als eben wenn das moderne Selbst in uns aktiviert ist. Es ist auch eher eine aufrechte, aber es ist eine entspannte aufrechte, keine durchgedrückte. Und es ist keine Verkapselung, sondern es ist vielmehr so eine Umkreisoffenheit, die dann da ist. Ja. Das ökologische Selbst in uns, das fühlt sich dann eben wohl, wenn wir in der Natur sein können und wenn die Natur möglichst unberührt ist. Beim einen ist es eher eben, wie gesagt, das Meer, beim anderen sind es die Berge, beim dritten ist es was anderes. Aber da gibt es quasi keinen Konflikt zwischen innen und außen. Und das Ökologische selbst in uns schreit auch nicht nach WLAN nach einem Tag oder zwei, sondern das ist da richtig in seinem Element. Das Ökologische selbst in uns wird wahnsinnig, wenn wir eben längere Zeit... Elias, vorsichtig. Gibt's eine Störung? Nee, ist, glaube ich, alles okay. Gut. Das Ökologische selbst in uns wird wahnsinnig, wenn wir eben längere Zeit in solchen Steinwüsten sind. Diese ganzen, die Akustik, das Hektische, das Schnelllebige, die Gerüche und vor allem eben, dass da ganz wenig Natur ist, mit der eben in Resonanz gegangen werden kann. Also das ist für das ökologische Selbst in uns kaum zu ertragen. Und wenn das ökologische Selbst jetzt eben Bilder sieht von Umweltzerstörung, dann leidet das wie ein Hund. Ja? Insofern, wenn das ökologische Selbst in uns die aktuelle Weltsituation in der Klimafrage oder überhaupt in der ökologischen Frage wahrnimmt, dann geht es dieser ökologischen Seite nicht gut. Die fühlt Gefühle von Scham, Schuld, aber auch von Sorge und von Angst. Ja? Wenn wir jetzt eben innehalten und versuchen, nochmal in unseren Innenraum, in unsere Innensphäre reinzuschauen, dann können wir eben erkennen, dass wir meistens wirklich diese zwei Seelen, diese zwei Selbste, diese zwei Schemata, diese zwei Menschen in uns tragen, also das ökologische Selbst und das moderne Selbst. Und dass diese zwei Seiten ein Stück weit immer wie in einem Konflikt auch miteinander sind. Also weil eben das ökologische Selbst sehr klar sieht, was da alles gerade eben falsch läuft, zumindest viel davon sieht. Und das moderne Selbst, das nicht sehen will, weil es eben Angst hat, sonst die Kontrolle zu verlieren und die Bequemlichkeit zu verlieren. Insofern, da ist, wenn wir wach hingucken, fast in jeder Situation ein kleiner oder mittelgroßer Konflikt in uns. Weil das passt einfach nicht zusammen. Und es sind, wenn man jetzt eben die Klimaproblematik anguckt, eine Menge unterschiedlicher und eigentlich sehr unangenehmer Gefühle in uns, die diese beiden Seiten haben.
Also wenn das moderne Selbst doch hinguckt und sagt, nun, da haben wir echt ein Problem, das sieht gar nicht gut aus, dann müsste man extrem viel machen als Gesellschaft, dann ist da subtil irgendwie eine große Angst, die Kontrolle zu verlieren und eine sehr große Angst vor Unbequemlichkeit und Unlust, Verzicht, das geht gar nicht, Und das ökologische Selbst, das sich ja irgendwie auch ein bisschen in das Ganze verstrickt fühlt und eben irgendwie ja auch immer wieder denkt, ich tue ja nicht genug, ich könnte ja mehr tun, das fühlt Scham, Schuld, aber eben ganz viel auch Sorge und Angst. Und das ist alles eingebettet auch noch in eine Form von Trägheit, die menschliche Seele eben auch auszeichnet. Also dass man tendenziell eben nicht gerne was verändert. Ja? So. Und wenn dieser innere Konflikt eben jetzt nicht wahrgenommen wird und irgendwie auch gesehen und gehalten wird, dann macht die Seele was, nicht nur jetzt in diesem Bereich, sondern in anderen Bereichen auch, dann versucht die eben irgendwelche Strategien zu entwickeln, wie man diesen Konflikt möglichst nicht oft spürt. Also wie man diesen inneren Konflikt, der einfach sehr unangenehm ist und sehr unangenehme Gefühle auch zeitigt, wie man den möglichst nicht oft fühlen muss. Und da gibt es eben jede Menge dann eben Abwehr- oder Bewältigungsstrategien. Und ein paar habe ich jetzt hier mal eben aufgeschrieben. Also eine Strategie ist, dass man eben die Probleme klein redet. Ist gar nicht so wild, wird man Lösungen finden. Ist vielleicht Fake News. Wobei ist Fake News ist noch eine andere Strategie, zu der komme ich gleich. Oder man verleugnet eben. Also kann man bei der Klimaseite sehen, dass es ja eben da doch Fraktionen gibt, die ziemlich querdenken, also ziemlich schräg querdenken. Oder man projiziert. Und projizieren heißt eben immer die Verantwortung irgendwie auf andere schieben. Also gerne auch auf die Politiker und zu Recht ja zum Teil. Also für mich am Schluss wäre sicher eine Quintessenz, wenn es darum geht, wie kommen wir ins Handeln. Also ich würde klar sagen, wir müssen da deutlich noch politischer werden. Aber nicht im Sinne von die bösen Politiker, sondern eben im Sinne von, wir alle müssen da irgendwie mehr Druck machen, sodass dann in der Demokratie Politiker eben auch handeln können. Denn zumindest bis vor kurzem hätte ich gesagt, und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist fast immer noch so, also wenn die Politiker wirklich so handeln würden, wie es die Problematik eigentlich nötig machte, dann wären diese Politiker keine ein, zwei Jahre mehr im Amt, also spätestens bei der nächsten Wahl wären die weg. Also insofern ist es oft eine Projektion, wenn man es eben auf die Politiker schiebt, genauso wie wenn man es eben jetzt nur auf die Amis oder Chinesen schiebt oder auf andere Gruppen. Eine weitere Abwehrstrategie, ein bisschen habe ich sie gerade schon skizziert, können dann eben Verschwörungstheorien sein. Eine weitere Abwehrstrategie kann eben sein, was ich gerade immer mehr eben auch wahrnehme, also eine Art zynische Akzeptanz. Also ja, Klimawandel gibt und ja, die Situation ist wirklich doch ziemlich alarmierend. Aber ja, die Situation ist eigentlich so alarmierend, da können wir gar nichts mehr machen. Beziehungsweise wir können uns halt hier nur möglichst gut schützen oder kleinere Gruppen innerhalb der hier Lebenden eben gut schützen. Also Schutzstrategien aufbauen, aber keine Strategien, die versuchen, das globale Gesamtproblem zu verändern. Oder eben letzte Strategie, schemakonform weitermachen. Also quasi das Schema der Moderne, was uns ein Stück weit eben in dieses Schlamassel reingeführt hat, durch seine Technisierung, jetzt benutzen, um eben möglichst mit noch tolleren technischen Methoden quasi die Klimaproblematik zu lösen. Also Bill Gates zum Beispiel, den ich jetzt nicht nur schlimm finde, aber
eben auch keinesfalls an sich begrüße, wäre für mich so ein Beispiel. Also die Hauptfokussierung ist einfach, wir müssen einfach noch tollere neue Techniken entwickeln, die uns aus dem Schlamassel wieder rausführen, ohne eben irgendwie eine Wachheit zu haben für das Schema, was uns da eigentlich reingeführt hat. Ja? Die Hypothese, und damit komme ich jetzt für jetzt erstmal an einen gewissen Schluss, wäre eben, wenn wir noch mehr in unsere Art von Aktivität kommen wollen und wenn wir aber auch noch besser verstehen wollen, die Problematik von vielen Menschen um uns herum, die vielleicht auch nicht so ökologisch ticken wie wir, dann ist es wirklich wichtig, die Achtsamkeit auf diesen Konflikt noch mehr zu richten und noch besser auszuhalten, die Gefühle, die bei uns eben entstehen, wenn wir versuchen, diesen Konflikt wirklich zu sehen und auch auszuhalten und zu tragen. Und es sind oft eben Gefühle erstmal von Schmerz und Verzweiflung, die da kommen können. Joanna Macy, eine der wenigen wirklich Psychotherapeutinnen und Buddhistinnen, die eben schon in den 80er Jahren versucht haben, sowas wie eine ökologische Psychotherapie zu begründen, also wirklich eine der ganz wenigen, die nennt eben diese Arbeit Verzweiflungsarbeit. Also so ein Stück weit wie Trauerarbeit. Also dass man immer wieder sich eben auch diesen Emotionen von Schuld, Scham, Hilflosigkeit, aber auch Angst und Kontrollverlust ein Stück weit stellt, aber nicht um jetzt depressiv zu werden oder in einem Selbstmitleid zu versacken, sondern um eben aus diesem Innehalten und Tragen und Verstehen jetzt in ein Verwandeln dieses inneren Konflikts zu kommen und dieser ein Stück weit auch in ein Verwandeln dieser zwei Seelen in uns. Also das sage jetzt wieder ich, das sagt so die Joanna Macy nicht, die würde das anders erklären. Aber dieses Innehalten ist ganz wichtig. Diese Spannung in uns auch aushalten ist ganz wichtig. Also diese ersten zwei Punkte, die da stehen, dialektische Spannung aushalten und eben dann die Verzweiflungsarbeit machen. Genau. Gut ist, wenn man das nicht alleine macht, sondern wenn man sich da immer wieder auch in Gruppen unterstützt. Und was mein Erleben ist, also wenn man sich dem stellt und wenn man dann eben auch die Tragekraft hat, die Traurigkeit und Verzweiflung auszuhalten, aber auch zum Teil Ärger und Wut, der dann vielleicht kommen kann, dann macht das den Weg frei für viel mehr Mut und Zielstrebigkeit, aber auch den Weg frei für viel mehr Achtsamkeit mit sich und mit der Welt, aus der heraus man immer mehr erlebt, dass Konsumverzicht in Wirklichkeit kein Verzicht ist, sondern eigentlich in vielen Bereichen eben eher ein Gewinn ist an Lebendigkeit und Leben und auch Spiritualität. Und dazu muss man eben, und das ist das letzte Slide für jetzt, erstmal wirklich ein Stück weit in Kontakt gehen mit seinem Innenraum, also mit der Sphäre, mit der Innensphäre. Also man hat ja nicht nur eine Atmosphäre im Außen, sondern man hat ja auch irgendwie eine Sphäre um sich herum. Man hat einen Innenraum, in dem sich dieser Konflikt abspielt. Und wenn man da eine Achtsamkeit für entwickelt und eben immer mehr Tragekraft entwickelt, das ist, dann entsteht da eben auch eine Handlungskraft oder immer mehr Zentrumskraft, die dann eben immer mehr in ein Handeln führen kann, was das Handeln ist, was einem selber entspricht. Also, denn jeder hat ja andere Antworten zu geben auf diese Krise. Also da gibt es ja nicht die eine aktiv, ja, die eine Antwort. Gut. So, jetzt habe ich ja doch fast 45 Minuten geredet oder fast sogar ein bisschen länger und würde jetzt hier
auf jeden Fall erstmal einen Stopp machen. Ja, dann danke ich euch. Stefan, du hast gleich natürlich das Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den ungewöhnlichen Input. Ist doch ein ganz anderer Blickwinkel. Ich habe lange Jahre, Jahrzehnte eigentlich für Greenpeace gearbeitet. Da ging es natürlich immer um Action. Taten statt Warten, ne? Unser großes Motto. Jetzt habe ich mal einen ganz anderen Blickwinkel kennengelernt. Das fand ich sehr bereichernd. Ich muss auch noch drüber nachdenken, wie ich das mit dem Handeln so zusammenbringe. Und ich denke, man redet hier über sehr große Perspektiven, sehr weite. Also so, das ist das, was mich vielleicht noch ein bisschen nervös macht an der Sache, dass ich irgendwie immer denke, meine Güte, wir müssen mal in die Pötte kommen. Aber so geht es halt nicht. Ich sehe auch ein, dass Bewusstseinswandel Zeit braucht. Ich danke dir herzlich, auch für den Mut, so ein Thema anzugehen als Nicht-Ökologe, als Psychologe. Da gibt es gar nicht so viele, glaube ich. Und ich danke für eure Teilnahme, für euer Interesse, für die regen Beiträge. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir haben noch einen Vortrag übrigens von Christian Felber. Den hatten wir hier auch eingeladen. Der ist auf YouTube zu finden. Gemeinwohlökonomie, Tiefenökologie hatten wir auch schon was zu. Ja, schaut immer mal wieder vorbei. Und jetzt das Schlusswort, Stefan. Ja, vielen Dank für den Raum, den wir hier bilden konnten. Vielen Dank für eure Präsenz. Und ich schaue sicher immer mal wieder rein im Netzwerk Ethik. Und vielleicht begegnen wir uns da ja auch mal wieder. Schönen Abend euch und alles Gute. Danke dir. Danke, tschüss. Danke euch. Tschüss. Tschüss.